Hallo und herzlich willkommen zu den Breaking News. Ich bin die Nicole und ich bin deine unabhängige Sensi-Beraterin. Gestern Abend kamen noch tolle Neuigkeiten rein, dass es ab heute zu Ehren von Winnie the Pooh, der 100 Morgenwald, wird 95 Jahre alt und deswegen gibt es eine Sonderaktion, die nur 24 Stunden geht und zwar von Winnie Pooh. Und es handelt sich dabei um die Produkte, welche im Katalog sind. Also wir haben ja hier die Duftlampe drin, die drei Buddies, dann haben wir hier noch den Bar, den Duft dazu und den Sandpack. Und alle diese Produkte werden heute vom 14.10.2021 20 Uhr bis zum 15.10.21 um 20 Uhr mit einem Rabatt von 20% erhältlich sein. Ich finde es total cool. Ich finde auch den Duft total gut. Ich durfte den jetzt erst vor kurzem einer Kundin beschreiben und ich habe den leider viel zu selten benutzt bisher. Aber ich finde ihn wirklich richtig lecker. Ich erkläre euch jetzt gleich mal. 100 Acrywood nennt er sich und da steht: Wandern Sie Hand in Hand mit Ihrem besten Freund durch einen freundlichen Wald mit dem Duft von Baumwollblüten, wildem Jasmin und süßer Vanille. Also ich finde, diese Baumwollblüte bringt in diesen Duft was richtig schön Samtiges mit rein. Ich finde, er hat auch so eine leichte, moosig-waldige Note. Also so, wie wenn man jetzt im Wald spazieren gehen würde und da ja, über einen Moosboden laufen würde, barfuß. Könnt ihr euch das vorstellen? So eine leichte, blumige Note hat er, aber ich finde die jetzt nicht schlimm. Also ich vertrage den Duft auch recht gern, wenn er zu blumig wäre, dann könnten ich nicht verwenden. Und was steht da noch? Und Vanille. Vanille bringt so eine Cremigkeit rein. Also wir haben hier dieses Warme von der Baumwolle. Ich finde, das macht immer so einen warmen, samtigen Touch und hat auch was Frisches mit drin. Vanille bringt eine cremige Note mit rein, Jasmin einen leichten, blumigen Touch. Und dann haben wir noch sowas von moosigem Waldboden mit drin. Also ich finde ihn richtig toll und empfehle ihn euch wirklich auszuprobieren. Ja, und da ich ja die Produkte da habe, ganz zufälligerweise, kann ich sie euch auch noch zeigen. Wir haben hier einmal, wo fangen wir denn an? Mit Tigger. Also alles 20% heute Abend ab 20 Uhr. Und wir haben hier Tigger. Er hat hier ein sehr markantes Kinn. Hat er ja auch. Ich finde die Charaktere sehr, sehr gut getroffen und auch diese Öhrchen hier. Und dann haben wir hier die Tigerstruktur hinten drauf und die geht über den ganzen Kopf bis hier vorne hin. Und ja, und dann guckt er auch noch so treu doof. Ich finde es so richtig knuffig, wirklich. Der guckt so richtig treu doof. Und Winnie Pooh, ja, ich habe zwar nie die Filme angeschaut, aber Winnie Pooh finde ich schon immer irgendwie cool. Hier hinten haben wir dann den Platz für den Sandpack. Da ist jetzt keiner drin, aber da wäre dann der 100 Acrywood Sandpack mit dabei. Dann haben wir hier auch noch sein typisches Ringelschwänzchen. Also es ist wirklich richtig geringelt und hängt hier so runter. Und ja, ist doch goldig, oder? Dann haben wir als nächstes den Winnie Pooh natürlich. Der hat auch seine markante Gesichtsform, also er hat ja so einen eher so nach vorne gestreckten Kopf und hat hier auch seinen süßen Pullover an, der so ein bisschen gekringelt ist am unteren Rand und die Ärmelchen. Und natürlich hat auch er, wie alle unsere Sensi Buddies, diesen birnenförmigen Körper. Die Beinchen sind aus Kordstoff, das ist bei Tigger übrigens auch so. Und hier hinten unter dem Pullover versteckt sich dann wieder der Reißverschluss, wo man dann eben den Sandpack, oh, hier ist sogar einer drin, kann ich ihn euch mal zeigen. Ja, der riecht kaum noch, also der ist jetzt schon ewig da drin, aber ich kann euch mal das süße Bildchen zeigen, was da drauf ist. Also vor dem Baum steht Tigger mit, nicht Tigger, Winnie Pooh mit Ferkelchen. Und ja, ich finde die auch immer so schön. Unsere Sandpacks von den Disney-Produkten, die haben ja alle so ihre eigenen Charaktere mit drauf. Und das finde ich so schön. Ich sammle die auch alle irgendwie und ja, habe vor mir da mal irgendwas draus zu basteln, wenn die alle nicht mehr duften. Und ja, ich weiß aber noch nicht was. Da schauen wir mal.
Und hier haben wir auch die Nase, die ist auch aus Stoff mit eingenäht. Hier haben wir die Augen und hier die Augenbrauen. Also er schaut so richtig schön zerknautscht, kuschelig aus und kuschelt bestimmt auch sehr gerne mit euch zu Hause. Ich habe schon öfter erwähnt, Buddies sind nicht nur für Erwachsene, andersrum. Buddies sind nicht nur für Kinder tolle Freunde, sondern auch für Erwachsene. Also da bin ich fest davon überzeugt, wer einmal so einen Buddy zu Hause hatte, das ist nicht so eine 0815 Qualität, sondern die sind wirklich toll und die halten lange und der Stoff ist hochwertig und flauschig und ja, es ist einfach toll. Und schaut euch den IA an, der ist doch so süß, oder dieser traurige Blick. Er ist zwar ein sehr, sehr trauriges Tier, aber die Leute, die stehen trotzdem auf ihn. Die Augen sind wieder aufgenäht, dann haben wir hier diese Nasenlöcher und der Blick und diese Öhrchen hängen hier so runter und oh, ich könnte ihn einfach fressen, weil der so süß ist, aber echt ein trauriges Tier ist. Und ja, in den Ohren ist auch Kordstoff. Dann haben wir hier wieder die baumelnden Beinchen, den birnenförmigen Körper. Natürlich haben auch die alle dieses Sensi-Logo drauf, habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Tigger hat sie auch an der Seite und Winnie Pooh, da sieht man es kaum, weil es nämlich in Gelb drauf gemacht ist. Aber der ist hier doch echt das Süßeste, oder? Wie gesagt, alle kommen mit einem Sandpack und hier hinten haben wir das Schwänzchen noch mit dem Schleifchen dran. Und wir wissen ja, dass dieser Schwanz abfallen kann. Kann er auch hier. Der ist nämlich mit einem Magnet befestigt. Das sieht man gar nicht. Und hängt aber auch zur Sicherung noch an einer Schnur dran, dass man nicht wirklich verliert. Genau. Und dann kann man den einfach wieder hier hin machen. Ist doch süß, oder? Also ich finde ihn echt goldig. Ich finde alle drei goldig, wenn ich die euch jetzt hier mal so zeigen darf. Die gehören einfach zusammen. Und für mich fehlt da jetzt einfach nur noch Ferkel. Und ich hoffe, dass wir Ferkel auch bald bekommen, damit ich hier meine Reihe voll habe. Und das ist eigentlich noch das Einzige, was fehlt. Aber ja, das haben wir leider noch nicht. Die Duftlampe habe ich natürlich auch hier, den Honigtopf. Ich zeige es euch jetzt mal, wenn es aus ist. Da sieht man auch schon, dass das wieder alles so erhaben ist und richtig schön reingeprägt ist und auch so ein bisschen rauskommt. Das Motiv. Komm, mach mal Fokus. Hier ist zum Beispiel diese Szene, wo sie den... Ja, genau. Wo sie den Winnie Pooh aus diesem Rabbit House, glaube ich, oder? Ja, steht sogar drauf. Aus dem Rabbit House rausziehen. Ja, aber das sieht man dann gleich noch viel besser, wenn es angeschaltet ist. Und alle helfen ganz doll mit. Hier ist dann auch nochmal ein Baum drauf. Also ich finde, man sieht die Struktur schon richtig, richtig schön. Wir haben hier auch Honig natürlich aus dem Honigtopf. Da oben ist es in einer anderen Farbe angemalt. Dann haben wir hier auch noch Bienchen mit drauf. Komm, mach Fokus. Jetzt haben wir es. Das Bienchen ist hier auch noch mit drauf. Und natürlich, wie es so charakteristisch ist, im Schälchen guckt uns der Winnie Pooh an. Gott, die ist so süß, ne? Die ist, also ihr seht schon, da ist jetzt keine Elektrik eingebaut. Die Elektrik ist hier nämlich extra. Die stellt man dann einfach auf den Tisch oder auf das Regal, wo man es stellen möchte, und stellt das oben drüber. Und dann ist es fertig. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich euch das gut zeigen kann, weil das ja jetzt halt nicht stabil ist. Also das setzt man dann einfach nur hier drauf. Und jetzt könnt ihr das sehr, sehr gut erkennen. Das ist jetzt vielleicht ein schwierig zum Zeigen, aber das ist egal. Das kriege ich schon irgendwie hin. Rabbit House. Der Winnie Pooh steckt drin. Tigger zieht an. Ferkel zieht an. Hier zieht noch IA mit. Und am Schwänzchen vom IA zieht noch, ich glaube, das ist das Känguru mit. Und da hinten haben wir dann nochmal einen Baum drauf. Und man sieht hier jetzt auch total schön die Flugbahn von dem Bienchen. Ich stehe mal eben auf. Die Flugbahn von dem Bienchen oben rum um den Honigtopf. Hier ist dann auch noch drauf geschrieben Honey. Also Honig. Und da oben sehen wir jetzt viel schöner den Winnie Pooh rausspitzen. Genau. Ja, das sind die Produkte, die jetzt ab heute um
20 Uhr, also heute, 14.10. Ich hoffe, du siehst das Video rechtzeitig, dass du dir deine Produkte mit einer Ersparnis von 20% sichern kannst. Ich empfehle dir auf jeden Fall, einen Partylink anlegen zu lassen. Ich habe es jetzt in letzter Zeit leider wieder erlebt, dass viele bestellt haben für 160, 170 Euro. Und dann denke ich mir, Mensch, liebe Leute, hättet ihr euch halt den Partylink angelegt, weil das ist sozusagen schon die halbe Miete für die Prämien. Und meistens kommt dann nochmal eine Bestellung hinterher. Und es ist echt, echt schade, wenn ihr euch die Prämien durch die Lappen gehen lasst. Deswegen meldet euch bitte für einen Partylink, wenn ihr vorhabt, für um die 150 Euro oder sogar schon bloß 100 Euro oder weniger zu bestellen. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr dann noch Bestellungen habt. Jetzt kommt ja noch die Winterkollektion oder die Weihnachtskollektion. Und dann wird es, wenn es so ist wie letztes Jahr, jede Woche im November irgendein neues Angebot geben. Genau, ich bin also total gespannt auf die Vorweihnachtszeit. Wir wissen selber noch nicht, was kommt. Aber ja, sind sie jetzt bisher jedes Jahr geschafft, wieder einen draufzusetzen. Na gut, das war's jetzt für heute von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in unserem nächsten Video. Bis dahin, ciao!